Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Mitten rein in eine politische Krise zwischen Skandinavien und Russland. Skandinavien möchte Polen unterstützen bei seiner Unabhängigkeit. Russland möchte das natürlich verhindern. Und um ehrlich zu sein, ich bin da eigentlich auf der russischen Seite. Ich bin zwar grundsätzlich fürs Schwächen von Russland, aber ein polnischer Staat hier zwischen Russland, Deutschland und mir könnte hauptsächlich mich angreifen und mich angehen die ganze Zeit. Das ist nicht etwas, was ich ganz toll finde, und deswegen habe ich mich entschlossen, die russische Seite zu unterstützen. Ich hoffe, die zwei Seiten schaffen es, sich zu einigen auf einen weißen Frieden, dass wir keinen Krieg führen müssen. Gegen Skandinavien würde ich nur ungern einen Krieg führen. Immerhin sind es Verbündete von mir. Na gut, das so die Ausgangslage. Unser Reich ist mittlerweile sehr gut geschützt. Wir haben sehr, sehr viele Truppen. Wir haben auch eine halbwegs brauchbare und halbwegs moderne Flotte, nicht ganz so modern wie unsere Truppen. Unsere Truppen haben das Modernste vom Modernen. Auch technologisch sind wir mittlerweile recht gut drauf, und kulturell sind wir auch im Maximalbereich. Wir erforschen gerade etwas bessere Schienen. Wenn wir die haben, sollte unsere Wirtschaft noch mehr brummen. Wie ihr seht, machen wir einen wunderschönen Überschuss an Geld derzeit. Ich habe den in der Pause angelegt in einige Schiffe und Marinestützpunkte in Afrika. Ja, machen wir weiter mal. Außerdem, wie ihr seht, bin ich natürlich Nummer 1. Das lag an dem letzten großen Krieg, wo die zwei, die vor mir lagen, nämlich Frankreich und Großbritannien, eine Fest auf den Deckel gekriegt haben. Kutsch interessiert mich aber genau gar nicht. Das ist irgendwo im Nichts. Na gut, Skandinavien hat sich der Weise entschlossen, nichts zu machen. Keine Kriege derzeit. Wir haben eine sehr friedliche Ausgangslage. Gut, Spanien. Ah. Okay, Ingenieur sind auch welche da. Paraguay ist bald in unserer Einflusssphäre, das ist gut, und Griechenland könnte dem auch bald folgen. Paraguay ist das Land, wo meine Tochter hinfliehen wollte, nachdem sie beim Zahnarzt war. Das passt, das sind wir jetzt auf 62, das wird schon passen. Da senken wir die Meinung nochmal von Deutschland. Ja, Skandinavien ist echt ein Wahnsinn. Gut, dass die noch einen auf den Deckel gekriegt haben, die gehen nicht so an. Wie ist denn das mit dem 9.? Wie weit ist denn der von Skandinavien weg? Na, gar nicht einmal so weit. Vielleicht übernimmt die Niederlande ja doch nochmal den Platz von Skandinavien, das wäre schön. Die haben andere Dinge, auf die sie schauen, nicht meine Einflusssphäre. Gut, Peru passt für mich so. Nicht weitermachen. Wir machen noch ein bisschen weiter. Modena auch. Jemen sowieso. Und Bayern werden wahrscheinlich auch nicht mehr rausgehen. Wie ist das mit Baden? Nö. Na gut. Ah, wir können auch wieder militärische Anführer uns zuziehen. Gut. Ja, auf jeden Fall, unsere Regierungspartei führt dazu, dass wir leider eine relativ schwache Militärstärke haben nur. Aber was soll's? Hey, mehr Gummi bei uns im Land. Ja.
Großbritannien hat Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Luca, Inventarplanung, naja, auch nicht schlecht. Luca, das ist Parma, das ist Luca, nein, das ist Modena, das ist Luca. Sinken von Frankreich. Frankreich trotzdem zum Freund. Das sind eh unsere Freunde, die auch, die nicht, die auch. Ja. Gut, die Armee ist auch fast fertig. Die hat noch keinen Anführer. Wie immer. Konrad von Hess, der schaut gut aus. Sehr gut, aber fast ist sie fertig. Jetzt ist sie fertig. Wir gehen nach Tarnow an die russische Grenze. Wir wollen den Russen zeigen, wir sind bereit für alle Schandtaten, die sie uns entgegenschicken. Und an und für sich sollten wir technologisch weit vor ihnen sein. Wir können weitermachen. Wahlkreisschiebungen? Nö. Vermögensgewichtung sollen wir da ein bisschen besser machen. Machen wir da was besser. Das können, kann auch die Mittelschicht mitstimmen bei den Wahlen. Vielleicht führt das dazu, dass wir eher sinnvollere Sachen durchsetzen. Die Aristokraten und Kapitalisten sind einfach zu liberal. Die Liberalen an der Macht ist nicht so gut. Nein, wir können ihn zwar noch immer ernennen. Mal schauen, was wir, ob wir das ändern können. Yes, Bürokraten auf 0,21. Wenn wir es geschafft haben, da auf 1% zu kommen, können wir das Land vielleicht eingliedern ins österreichische Reich. Dann können wir in Afrika auch endlich gescheite Fabriken bauen. Schauen wir mal. So, Portugal gibt es Rebellionen. Ist das schlimm? Und Bilschko kriegt elektrisches Licht. Und die deutsche Krone kriegt Traktoren. Ist auch okay. Kann ich leben damit. Wo könnten die rebellieren? Da? Nö. Wo gibt es da Rebellen? In Macau vielleicht. Auch nicht. Da haben sie gleich noch eine Million Bierschenke eröffnet. Warte mal, Prost. Landwirtschaftliche Effizienz, Bergbaueffizienz sinkt und die Militanz sinkt auch. Druck auf die bla bla bla. Militanz steigt und unsere. Ha, pfeif auf die Militanz. Noch haben wir viele Reformen, die wir machen können. Irgendwann einmal, wenn uns die Reformen ausgehen, machen wir das dann eh nicht mehr. Das chinesische Reich hat Funktion verbessert. Schau an. Okay. Großartig. Hey, Friedrich Engels. Als junger Mann ging Engels nach Manchester, um seinem Vater bei der Leitung seiner Baumwollfabrik zu helfen. Engels war von der Armut der Stadt schockiert und schrieb als Konsequenz die Abhandlung Die Lage der arbeitenden Klasse in England 1844. In England traf er auch Marx, mit dem zusammen er bis an sein Lebensende schreiben sollte. Zusammen versuchten sie auch, die internationalen Arbeitervereinigungen zu organisieren. Zwar war Engels Marx intellektuell unterlegen, aber durch seine wirtschaftliche Stellung konnte er die schriftstellerischen Bemühungen der beiden finanzieren. Ohne Engels hätte es Marx quasi nicht gegeben und ohne Marx keinen Engels. Wir kriegen Prestige dafür, dass wir einen Kommunisten bei uns hatten. Hey, wir haben auch Karl Marx. Das ist aber schön. Karl Marx war ursprünglich ein Schüler von Hegel.
entwickelte aber seine eigene idealistische Philosophie. In Paris traf er später dann erstmals mit Angehörigen der Arbeiterklasse zusammen. Marx war von ihrer Armut schockiert, genauso wie der Engels. Aber ihre Kameradschaft beeindruckte ihn. In einem Artikel über die deutsch-französischen Annalen wandte Marx Hegels dialektische Theorie auf das in Paris Gesehene an. Marx, der sich nun als Kommunist bezeichnete, behauptete darin, dass die Arbeiterklasse, das Proletariat, letztendlich zum Befreier der Gesellschaft werden würde. Pah! Linkslinke Gutmenschen, diese Marx und diese Engels. Marx' einflussreichstes Werke waren die Deutsche Ideologie, Manifest der Kommunistischen Partei und das Kapital. Das kennen wir alle, oder? Er lebte den Großteil seines Lebens in England, wo er seine Werke veröffentlichte und zum einflussreichsten Sozialisten aller Zeiten wurde. Ja. Ha, der will doch nicht etwa, dass unsere Arbeiter irgendwelche Rechte bekommen, denkste. Wir werden die Mittelschicht werden wir wählen lassen, aber die Arbeiter nicht. Pah, wäre ja noch schöner. Für all jene, die mich aus der Schule kennen, Arbeiter, das sind die Leute, die hier im 10. Bezirk wohnen. Yes, wer braucht schon Baumwolle, wenn er Prestige haben kann? Hey, noch mehr Baumwolle. Weg. Warte mal, wir schicken den USA 10 Ballen Baumwolle. Ist das nicht ein wenig? Naja, was soll's. Unser Prestige steigt, was soll's. Schauen wir mal. Paraguay. Sehr gut, Griechenland. Auch gut. So. Und wir haben wieder einen Haufen mehr Liberale und Sozialisten. Auch gut. Sachsen. Und einen gestorbenen General. Wo bist du, General, der ersetzt werden muss? Fangen wir von hinten an. Du hast von Grüne. Alexander Stolzer, nein. Maximilian Geis, nö. Nehmen wir den. Gut. Dreimal Grün, das muss reichen. Ternopil. Auch nicht schlecht. Hey, Kaiserin Sissi. Ein bisschen spät. Findet ihr nicht? Wir haben das Jahr 1899. Die belgische Prinzessin Elisabeth, genannt Sissi, heiratete 1854 den österreichischen Kaiser Franz Josef I. Durch ihre unkonventionelle Art, die oftmals der Etikette total widersprach, gewann sie das Herz des Volkes. 1898 wurde sie in Genf ermordet. Das war letztes Jahr. Und trotzdem haben wir sie gekriegt. Ist das toll? Sie lebe hoch. Die Militanz sinkt. Na schauen. Alle Bevölkerung in Österreich, der Prozentsatz der Leute, die unterstützen Konservative, erhalten 2 Bewusstsein und die Reaktionären erhalten 2 Bewusstsein. Aber sie verlieren eine Militanz. Auch nicht schlecht. Bewusstsein ist gut, Militanz ist schlecht. Bewusstsein führt dazu, dass wir eher irgendwelche Liberalen oder Sozialisten kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Noch ein Traktor, ist das toll. Nächstes Jahr ist bereits 1900. Ha, das ist ja cool. Da rebellieren irgendwelche Deutschen. Schuldenkriegsgrund gegen Portugal. Schuldentilgenkriegsgrund gegen Portugal, so. Nö. Rechtliche Mittel ist ganz gut. Irgendwas wollte ich aber jetzt machen. Ich weiß nicht mehr ganz genau was. Ach ja, stimmt, da wollte ich weitermachen. Portugal. Parma. Ich glaube, bei Parma können wir da mal weggehen. Modena. Da machen wir lieber weiter, weil
Ostern ist bald wieder auf herzlich. Luca. Jemen. Sind wir 150, dann machen wir weiter. Bayern und Baden ebenfalls. Wir nicht vergessen, in einigen Tagen, wenn wir dann mal. Gibt es irgendwelche Kriege eigentlich? Nö. In einigen Tagen, wenn wir Skandinavien da raus haben. 3000 deutsche Soldaten, ärgerlich. Die kümmern sich doch tatsächlich, dass die Rebellen hier nicht überleben. Nehme ich mal an. Na gut. Na komm schon, Deutschland, erklär uns den Krieg uns und zwar nicht den anderen. Wirklich uns. Frauenwahlrecht in Parma, was soll das sein? Um Gottes Willen. Die lassen nicht nur die Armen wählen, sondern auch noch die Frauen. Was soll ich dazu sagen? Brasilien mag uns eh. Sachsen. Bayern, durch das, dass sie bankrott gegangen sind. Wieso ist Skandinavien nur 12 da mehr? Okay, was ist mit denen passiert? Bei denen ist irgendeine Katastrophe ausgebrochen oder was? Ah, vielleicht haben die eine. Aha, die haben eine sozialistische Partei, die antimilitärisch ist. Deshalb. Ha, das heißt, Niederlande wird die überholen irgendwann einmal. Oder das Osmanische Reich. Das ist ja cool. Die haben dafür die Janitscharen, die haben Hurra-Patriotismus. Ist ja cool. Mit etwas Glück sind wir die Skandinavier eh gleich los. Das heißt, die brauchen wir gar nicht verärgern. So, Armee kann man nicht ausrüsten. Marine schon, Handel schon, Kultur nicht, Industrie nicht. Okay, die Sachen, die wichtig sind, haben wir. Wollen wir Marine weitermachen oder mehr in Geld investieren? Zeitsparmaßnahmen, Verwaltungsstrategie und Organisationsverwaltung. Oh, diplomatischer Einfluss plus 20%, das machen wir doch glatt. Pfeif auf die Flotte. Und erneut einen General. Sehr gut. Müssen wir irgendetwas mitfinanzieren? Nein, wir können gar nicht durch unsere Liberalen. Das machen die. Können wir mitzahlen? Bei den Projekten? Nein, können wir nicht. Dürfen wir gar nicht. Mal abgesehen davon, dass unsere Liberalen mittlerweile so viel Geld haben, dass sie das im Schnellverfahren schaffen. Nehme ich mal an. Huch, was ist jetzt los? Prestigegewinn. Ein Versuch, den Krieg zu rechtfertigen mit Hilfe von. Ah. Okay, die Russen haben China. Versuchen gegen China einen Krieg zu führen. Und sind aufgeflogen. Na gut, soll sein. Ist mir aber egal. Die sollen mit China ruhig Krieg führen. Solange sie nicht mit mir Krieg führen. Das weiß ich eh nicht, ob das so gut ausgeht, weil so weit können die nicht sein. Und China ist jetzt von den Leuten her ja ein Wahnsinn. Wie viele Menschen haben die jetzt? China muss auf jeden Fall menschenmäßig das größte Reich sein. Ja, die haben um viermal so viele Leute wie wir und doppelt so viel wie Großbritannien.
meine, ich weiß echt nicht, ob das so klug ist für Russland. Naja, wobei Russland hat immer noch die bessere Alphabetisierung. Sie ist zwar sehr viel schlechter als meine, aber sie werden schon technologisch besser sein. Der Computer ist einfach nicht besonders gut im Ausgleichen dieses Nachteils. Kann man nichts machen. Armes China, jetzt noch einer auf den Deckel. Geschiedenen schon recht, wahrscheinlich. So, mein Husten kommt zurück, den ich mir über Weihnachten aufgeholt habe. Ja, ich sehe gerade Schlimmstes. Was sind das für Typen? Geht's weg? Sind das wahnsinns fette Beute? Nicht einfach anfangen, Modena zu belagern. Wer sind das für welche? Garibaldis Rothemden, das ist ja schrecklich. Die versuchen da Italien zu gründen. Meine ersten Schipernackeln kommen an. So, schauen wir mal, was ist mit euch? Kriegen wir Militärzugang? Sie werden akzeptieren. Na dann. Ah, okay, wir könnten da sozialistische Reformen machen, aber wollen wir sozialistische Reformen überhaupt machen? Jetzt eine Militanz von 1,9, die ist gar nicht einmal so schlecht. Und die zwei wichtigen Sozialreformen haben wir eh schon durch. Wir könnten Sachrenten zumindest mal machen. Dann sind wir nicht mehr ganz so. Dann hassen sie uns nicht mehr ganz so, die Leute. Sehr gut. Ja, dann haben wir gewonnen. Gehen wir weiter darüber. Wir wollen immerhin verhindern, dass die Iren. Italien gründen. Ach weh, ich hasse es. Das gibt's ja wohl nicht. Habt ihr echt nichts Besseres zu tun? Ihr fliegt eh gleich raus. Ach Gott. So, für Spanien, das dürfen wir nicht vergessen. Da wollten wir ihren Botschafter ausweisen. Wichtig. In Italien kümmern wir uns darum. Dass Italien nicht gegründet wird. Wir helfen quasi dem Papst. Da ist sicher auch noch jemand, der es belagert. Nein, doch nicht. Was macht ihr mit euren Truppen? Geht's euch noch gut? Könnt ihr nicht selber für Ordnung sorgen bei euch im Land? Echt arg. Na gut. Und dann nach Mailand zurück und der andere.
nach Venedig zurück. Apropos Venedig, dort brauchen wir gleich noch ein Fort hin. Genauso wie in Prag. Und in Wien. Und in Budapest. Wichtige Städte sollten Forts besitzen, auch wenn sie nicht an der Grenze liegen. Immerhin bei der Sizilien hat alles unter Kontrolle. Hätten wir diese Rebellion niedergeschlagen, was sind das für welche Schweizer Bürgerwache? Ja, die können ruhig die Schweiz übernehmen. Ein bisschen Reaktionäre in der Schweiz tun mir nicht schlecht. So, ich überlege gerade. Oh, Paraguay ist wieder auf Null. Na, vergiss mal Paraguay da, weil war mal Portugal wieder freundlich zu uns. Und Griechenland wäre vielleicht auch schön, wenn wir kriegen würden. So, Modena können wir aufhören zu beeinflussen. Luca noch nicht. Frankreich raus. Bayern. Haben wir Deutschland raus. Und Baden. Haben wir auch Deutschland raus. Servus. So, Frankreich. Beziehungen verbessern. Gut. Gut, wir könnten aber eigentlich noch einmal eine Armee bauen. Dreimal Garde. Dann Infanterie nehmen wir eine norddeutsche und eine polnische, dann norditalienisch, ukrainisch, tschechische Pioniere, eine sehr österreichische Armee wird das, slowakische Dragoner und last but not least, ungarische Husaren. Dann haben wir, glaube ich, sämtliche. Naja, eigentlich nicht. Da fehlen schon noch einige Nationen, die bei uns herumrennen. Rumänen, Serben und so weiter. Naja, wurscht. Die sammeln sich auf jeden Fall jetzt alle irgendwo da in Gjör. Gut. Das getan, würde ich fast sagen. Hören wir auf für heute. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Herrschaften, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis später.